Alter, guck dir den Opa an. Krass. Der ist ja hackevoll. Alter! Alter, ich hab alles auf Video. Auf Einsatzleiter Oliver Dreyer und seine Kollegen wartet heute im Süden von Köln ein Einsatz, bei dem durch Schaulustige schon bald ein Menschenleben auf dem Spiel stehen wird. Sehe ich einen, der sich mit der Kamera auf mir. Komm, hau ab, geh weg damit. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich? Ja, okay. Hat das jemand beobachtet? Was ist denn passiert? Was ist hier genau passiert? Keine Ahnung, wir haben gedacht, stopp doch. Nimm die Kamera weg, sonst wäre ich fuchtelig. Ich bin, ey. Wie sieht denn bei dir noch mal so aus? Was ist denn passiert? Ich weiß nicht mehr. Sie wissen nicht mehr. Sind Sie gestürzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann ich einmal Kleiderschere haben, bitte? Wenn ich an einen Einsatzort komme und sehe, dass da zig Leute rumstehen und keiner hilft, bin ich schon mal prinzipiell angenervt. Aber wenn ich dann noch sehe, dass die Leute Handys draufhalten und Notsituationen von Leuten ausnutzen, filmen und ins Internet stellen, könnte ich aus der Buchse steigen und die alle ansaugen. Nicht helfen ist das eine. Aber Film ist eine Frechheit. Man müsste sich immer vorstellen, da liegen die eigenen Verwandten. Die Dinger sind jetzt weg, sonst hole ich die Polizei. Leitstelle Köln für den 2NF1 kommen. Ja, wir befinden uns hier an der Einsatzstelle. Schickt mir mal Arnold an die Einsatzstelle. Hier sind mehrere schaulustige Gaffer bzw. mit Handys und machen hier Selfies. Also ich brauche meine Unterstützung von Arnold. Ja, verstanden. So, ihr könnt jetzt alle hier bleiben. Ihr wisst Bescheid, die kommen jetzt gleich, ne? Macht ruhig weiter so. Glaub, ich bin, dann kann ich dir helfen. Polizei hast du gerufen? Ja, habe ich jetzt gerufen. Also die können mir jetzt gar nichts sagen. Gar nichts. Von denen kann hier keiner. Nee, doch, nimm die Mann. Kamera weg aus meinem Bild. Haben Sie einen Notknopf? Ja, den habe ich gedrückt. Den haben Sie gedrückt? Ja. Okay, was haben Sie denn für. Wofür tragen Sie den? Ich habe eine Herzklappe gekriegt. Also Sie haben eine Herzklappe gekriegt? Vor einer Woche. Haben Sie da jetzt Beschwerden drin? Nein. Nicht. Und Sie können sich auch nicht erinnern, was passiert ist? Nein. Okay, nicht erschrecken, ich lege Ihnen einmal einen Zugang. Alarmiert zu dem Einsatz wurden wir durch die Leitstelle, wie es eigentlich üblich ist. In dem Fall das Besondere, der Patient hat ein Hausnotrufsystem. Das heißt, er hat irgendwo am Körper einen Button, den er drücken kann. Dann geht über einen Funk im Haus, wird eine Zentrale alarmiert, sogenannter Hausnotrufdienst. Und die schicken dann im Regelfall einen Rettungssanitäter raus. Parallel müssen jetzt zwei Anrufe noch vom Bewohner gekommen sein, sodass unsere Leitstelle zusätzlich noch ein RTW und halt den Notarzt rausgeschickt hat. Die haben gedacht, das wäre ein Obdachloser. Ja, das macht es nicht besser, sowas. Aber bei so einer Verletzung ist es egal, ob der Obdachloser ist oder nicht. Nicht. Also Sie haben nichts gesehen und haben auch nichts gemacht. Siehst du Knochenteile? Gucken Knochenteile, ja, ansprechbar ist er, kann sich aber nicht an den, ja, dann verbinden, wenn Knochenteile nicht sehen. Aber das, guck mal hier, der ist doch, was ist der? Papa! Ist der gefallen oder? Ist alles in Ordnung? Wer sind Sie denn jetzt? Das ist mein Papa. Dann lass mich eins nach dem anderen machen. Haben Sie erst gesehen oder haben Sie vorher schon gesehen? Nein, also der hat einen Pager, also einen Pieper. Bitte? Und der hat einen Pieper, also der kann mich anpiepen wegen seiner OP, die er vor kurzem hatte. Der hat so einen Notruf. Ja, genau. Und, oh Gott, ist denn alles in Ordnung? Alles gut, er lag jetzt auf der Straße, wir wissen. Ist mit seinem Herz irgendwas? Ja, also wieso mit seinem Herz? Ja, der hatte vor kurzem erst eine Herz-OP, Herzklappen. Wurden operiert. Mein Vater hatte vor kurzem eine schwere Not-OP am Herzen und hat dadurch ein Armband bekommen, ein Notfallarmband. Und dadurch konnte ich auch schnell informiert werden. Und deswegen konnte ich auch so schnell hierher kommen. Und ich finde es ganz schrecklich, was hier passiert ist. Ein absoluter Albtraum. Das ist auch für dich zur Information. Oh, ich dachte jetzt schon gerade, du wärst einer von den Leuten, die hier filmen. Das war schon unentspannt. Sag mal, was ist denn hier los? Die Tochter des Rentners kann sich nicht erklären, wie es zu seiner schweren Beinverletzung gekommen ist. Sie weiß nur, dass ihr Vater wegen seiner Herz-OP auf dem Weg zu einer Kontrolluntersuchung war. Ob die Gaffer mehr wissen, wird die nun eintreffende Polizei klären. Schaut mal hier, hier sind jede Menge Schaulustige mit dem Handy. Wir sind hier gerne mit Selfies am machen. Kommt alle hier mit. Sie auch? Kommen Sie auch mal bitte mit? Alles klar. So. Sie kommen auch bitte mit? Alle bitte bei Ihrem Personal. Bitte hier auf den Bürgersteig, ja? So, okay. Gut, was haben Sie hier zu tun? Haben Sie irgendetwas beobachtet? Können Sie uns helfen und erklären, was hier passiert ist? Und die Persis bitte einmal von Ihnen alle. Finden Sie ja toll. Also, ja. Sie haben alle jetzt so dazugeschaut. Ja, was sollen wir denn groß machen?
Keiner wie, was soll man gar nichts helfen? Was ist los mit euch? Das ist ja schon ewig her. Ich glaube, Spinne. Was ist ewig her? Ja, wir machen wo man das sowas gelernt hat und so. Ey. Was soll man da machen, bevor man was falsch macht? Ja, aber nicht filmen. Ja. Leider kommt es viel zu oft vor, dass wir Gaffer an einem Unfallort haben. Die meisten zücken sofort das Handy, um dieses ganze Unfallgeschehen jetzt auch auf Film festzuhalten. Ich weiß nicht, was diese Leute dazu veranlasst. Aber wir als Polizeibeamte haben es schwer, diese Gaffer vom Unfallort zu entfernen. Wenn sie unseren Aufforderungen keine Folge leisten, sprechen wir einen Platzverweis. Sollten sie dann wieder keine Folge leisten, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, sie vorübergehend aus dem Verkehr zu ziehen. Ihr kriegt alle eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung. Wie lange steht ihr schon? Während Polizeihauptkommissarin Ingrid Hall die Schaulustigen vehement zurechtweist und diese über mögliche rechtliche Folgen aufklärt, ahnt niemand, dass es gleich zu einem weiteren erschreckenden Vorfall kommt. Was soll das denn? Wenn die Kollegen ihre Personalien aufgenommen haben, kriegen sie ihre Ausweise wieder, stellen sich darauf ein, die Anzeige kommt, sie kriegen auch noch mal Post vom Fachkommissariat und dann verlassen sie sofort den Platz. Ich spreche jetzt hier mit einem Platzverweis auf und dem haben Sie Folge zu leisten. Die Gaffer, die hier schon eine ganze Zeit lang am Unfallort gestanden haben, haben keine erste Hilfe geleistet. Es kam dann die Entschuldigung, wir haben das schon lange nicht mehr gemacht, wir wissen nicht mehr, wie das geht. Aber jeder ist in der Lage, Beistand zu leisten, wenn auch keine erste Hilfe. Aber man kann die Hand halten, man kann den Kopf richtig lagern, indem man ein Kissen drüber legt. Man kann die eigene Jacke ausziehen, um die Person zuzudecken, damit es warm bleibt. All das kann man machen. Und einen Menschen nicht alleine zu lassen, das alleine ist schon Hilfe genug. Klar und deutlich. Was ist das denn? Hey! Was ist denn mit Ihnen da oben? Hören Sie sofort auf zu filmen und kommen Sie runter! Kommen Sie runter, es ist eine Polizei! Hey! Polizei! Hey! Mama, mach hier schön. Bleib ganz ruhig, Leitstelle Köln für den 2 NF1 kommen. Ganz ruhig, Nein, nicht bewegen. Spricht der mit dir? Der ist hier runtergeplumpst. Von da oben? Wir haben hier einen Polizist an der Einsatzstelle, P gesprungen auf Autodach. Brauchen wir dringend noch einen zweiten RTW. Dritten. Ja, schön, ey. Wenn man es nicht sein lassen kann, weißt du? Ja, verstanden. Oh Mann, was macht der denn? Das Gefährliche beim Fenstersturz, man fällt ja unkontrolliert. Und gerade bei so einer Höhe und dann auch aufs Autodach drauf, ist es ein sehr heftiger Aufschlag. Das heißt, er kann sich alle möglichen Knochen brechen. Angefangen im schlimmsten Fall vom Genickbruch, dann kommuniziert er gar nicht mehr mit uns. Oder offene Schädelfraktur, dann liegt mir das Gehirn da im Weg. Kann alles sein. Wirbelsäule, Becken, Rippen. Der kann sich also übelste Frakturen durchziehen. Deswegen, Sturz aus der Höhe, sind wir sehr vorsichtig und mobilisieren die Leute eigentlich gar nicht. Mach mal die Augen auf. Guck mich an. Okay, Pupillen sind noch isokor. Ja. Tut dir jetzt irgendwas weh? Der ganze Rücken tut dir weh. Dass du jetzt Rückenschmerzen hast. Okay, leg mal die Taschen nach unten. Alles klar. Pass mal auf. Brauchst du von nichts? Merkst, lass einfach unten liegen. Merkst du das hier? Ja. Gut. Merkst du das hier? Ja. Okay, Gefühl? Zieh mal vorsichtig deine Füße, deine Zehen an. Kannst du deine Füße anziehen? Ja. Dann müssen wir gleich ein bisschen den Notarzt fragen. Können wir jetzt so nicht entscheiden. Alles kribbelt. Ja, alles klar. So. Guck mich an. Tu mir einen Gefallen. Wir machen das Disneck drum. Und am nächsten Mal sollen wir ihn gleich am besten hier runterholen. Ich möchte ihn so wenig mobilisieren wie möglich. Ich habe schon einen zweiten Rettungswagen gerufen. Sehr schön. Wenn du einen zweiten Neff brauchst. Was brauch ich? Wenn du ein zweites Neff brauchst, sag mir Bescheid, ja? Das Positive in der Situation, er kommunizierte mit uns. Nichtsdestotrotz bewegen wir den nicht. Der kriegt direkt einen Stiffneck um zum Schutz der Halswirbelsäule. Ich mache einen oberflächlichen Bodycheck, was auf dem Auto schon sehr schwierig ist. Guck, wo hat er Schmerzen. Glücklicherweise konnte er die Zehen bewegen, er hatte auch Fußpulse. Also bin ich erstmal davon ausgegangen, dass keine Rückenmarksdurchtrennung vorlag. Dennoch versuche, die Wirbelsäule nicht zu bewegen. Hast du eine Kleiderschere? Hast du wahrscheinlich nicht am Mann, oder? Aber du hast ja eine reinste Werkzeuglage im Körper. Sehr schön. So, jetzt nicht erschrecken, ich schneide das mal alles auf. Ich leg dir mal einen Zugang, ja? Ganz ruhig Luft holen. Ein weiterer Rettungswagen trifft ein und die Zeit drängt. Dennoch ist völlig unklar, ob der Anwohner sich beim Aufprall auf den geparkten Wagen innere Verletzungen zugezogen hat. Okay, gut. Okay, kannst du abstellen. Monitor und kannst du mir geben. Das orangene Teil. So, hat irgendjemand. Der ist so alles gut jetzt. Ich kann Ihre Aufregung verstehen. Eins nach dem anderen.
So, Freunde der Nacht, wie kriegen wir ihn jetzt so runter, dass wir den so wirklich wie möglich bewegen? Schaufeltrage? Schaufeltrage. Ist das eine Option für euch? Schaufeltrage können wir probieren und dann würde ganz ich ruhig. Würde ich den aufs Spineboard legen für die HWS mit den Headlocks vielleicht? Ja, ist eine Idee. Machen wir. Okay. Alles klar, Sättigung ist stabil hier, ja? Das ist gut. Olli, ganz ruhig Luft. Ja, ich habe jetzt gucken, ich habe Uniklinik Köln. Ja, die sollen Schockraum vorbereiten, ne? Ja. Meld beide bitte für den Schockraum. Ach nee, der andere geht nach Vinzenz hier um die Ecke, ne? Den schicken wir nach Vinzenz hier um die Ecke. Willst du Vinzenz? Ja, ist hier um die Ecke. Ich gehe hier nicht weg. Ganz, Emma, ganz ruhig. Wie ist dein Vorname? David. Und lass die Augen auf. Lass die Augen auf. Guck mich an. Tut hier irgendwas weh? Am Hinterkopf. Ja. Olli, das ist tricky. Ja, ich weiß, das ist alles tricky. Ich bewege das Bein minimal, ja? Becken war stabil? Becken war stabil. Er hat auch Gefühl an der Extremität, also Druck merkt er. Einsatzleiter Oliver Dreier kann jedoch nicht ausschließen, dass auch die Wirbelsäule des Schaulustigen bei dem Fenstersturz verletzt worden ist. Ist so, Alter. Ja. Okay. Keine Scheiße für so ein Dreckvideo, ne? Okay, pass auf, wir haben jetzt keine Zeit für die Gurte. Nee. Das schaffen wir, oder? Ja. Kann ich dir das einmal gehen lassen, auf den Koffer legen, bitte? Und machen wir den Koffer zu, damit sich reinregen. Vom Heck vielleicht. Alles klar. Und dann darüber heben. Okay. Dann können wir mehr halten. Okay. Ganz langsam. Okay. Habt ihr an der Seite? Habt ihr? Gut, warte. Ja. Also, ich hab hier. Habt ihr? Okay. Auf der anderen Seite? Auf die andere Seite? Ja, ich hab verstanden. Ich hab verstanden. Vorsicht, einmal drehen. Achtung. Die Rettungskräfte müssen beim Transport des 36-Jährigen äußerst vorsichtig vorgehen. Sonst könnten lebensgefährliche Folgen wie innere Blutungen oder sogar eine Querschnittslähmung drohen. Sehr gut, vorsichtig. So, pass auf, Freunde, ihr fahrt rein. Gurte. Ja. Ich guck einmal bei dir, dass der weg kann. Ich muss jetzt erstmal ein Umfeld haben. Ich muss alles mal ein bisschen. Ich komme sofort. Mach mir nur Vitale gleich dran, Intubation fertig machen, ja? Schaffst du das mal? Und wenn sich was verändert, ruf. Ja, ich weiß, ich wollte schon zum Gärten. Und? Rutsch einmal durch ein Stück. Meister, wie ist jetzt? Mach mal Augen auf. Besser mit den Schmerzen? Ja? Gut, Luft kriegen Sie noch? Hat sich irgendwas verändert, seit wir Sie hier reingebracht haben? Nein. Guck einmal aufs Bein. Habt ihr schön gemacht. Sauber. Siegt auch nicht mehr nach. Für mich unerklärlich, kardial war der Mann stabil. Ich hätte jetzt irgendwelche Veränderungen EKG erwartet oder dass er mir sagt, er hat Herzschmerzen. Dem war aber nicht so. Das Einzige, was ein bisschen stutzig machte, er konnte den Unfallhergang nicht erklären. Und die Verletzungen konnte ich mir nicht erklären. Der hat eine offene Fleischwunde am Oberschenkel. Tippe mal, dass der Oberschenkel gebrochen ist, aber der Knochen guckt nicht raus. Also, das steht noch. Aber er kann mir nicht sagen, was passiert. Er kann mir nicht sagen, ob der angefahren ist, ob er gestolpert wurde, kann er alles nicht sagen. Er hat gesagt, er hat einen kurzen Blackout gehabt, da kann er sich dran erinnern. Also ist hier aus dem Haus rausgegangen. Kann rein theoretisch alles in Frage kommen. Kann alles auch nicht sein, ich weiß es noch nicht. Opfer von irgendeiner Straftat, der kann an. Dann holst du den nicht irgendwie so. Das ist schon Gewalt von außen. Wir vielleicht mal hier ein bisschen umgucken, ja? Chris, kommst du mit? Wir haben natürlich eine sehr, sehr angespannte Situation mit zwei Verletzten. Wir haben eine Beinverletzung gehabt, eine offene Fraktur. Die Rettungssanitäter konnten uns aber nicht sagen, woher das stammt. Fremdverschulden, Verkehrsunfall, ist er nur so gestürzt. Das heißt also für uns, wir stehen hier am Anfang unserer Ermittlungen. Das heißt, Spuren sichern am Tatort, damit dann die Kollegen von der Kriminalpolizei, wenn sie erforderlich sind, hier alle Maßnahmen treffen können. Der Rentner hatte per Notfallarmband die Rettungskräfte und seine Tochter alarmiert und war verletzt aufgefunden worden. Wieso, finden die Polizeibeamten nun heraus. Hallo? Was? Ich verstehe kein Wort. Hallo, hier ist die Polizei. Ich habe die Tote. Dann der Mann ist tot. Sie haben einen Tod gefahren? Darf ich mal gerade hier, damit ich Sie mal... Können Sie mal gerade raus? Ich hole da mal den Rettungs. Hallo. Ich hole mal den Arzt oder einen von den RTW. Oder kannst du mal rübergehen, eben ganz schnell? Nein, hier ist keiner tot. Hallo, bleiben Sie mal ruhig. Wir haben dann tatsächlich ein Auto gefunden, in dem eine Frau saß. Die hatte sich mit beiden Händen fest ums Lenkrad geklammert und zitterte am ganzen Körper. Mein Kollege hat versucht, mit ihr zu sprechen. Sie stammelte immer nur: Person vorne Motorhaube, Person tot, Person tot. Hey. Hallo. Nein. Hey, der Mann. Hi, guck mich mal an. Hi. Der Mann. Ruhig. Der Mann ist was denn, Mann? Der Mann. Was denn, Mann? Tot. Vor dem Auto. Vor dem Auto. Helfen Sie mir. Vor dem Auto? Mal ganz ruhig, mal loslassen. Lass mal los. Hören Sie mir mal zu. Schauen Sie mich an. Da. So, ganz ruhig. So,
Sie lassen jetzt mal ganz langsam los und dann will ich mal mit Ihnen reden. Offenbar steht die Fahrerin unter Schock. Und tatsächlich finden Christian Reuter und seine Kollegen Hinweise darauf, dass die Frau den verletzt aufgefundenen Anwohner angefahren haben könnte. Pass mal auf, hier, mein Kollege hat da gerade was entdeckt. Da ist ein Stoffresten hier im Kühlgitter. Vielleicht guckst du den mal an. Guck dir das mal an, ob das zu der Bekleidung passt von den Verletzten. Das, der Patient eben mit der Beinverletzung, guck mal, hatte der nicht diese Jeanshose? Stoff, kommt das hin? Und Blutanhaftung und die Dame drin sitzt. Aber was hast du denn? Ich habe hier eine, die hat sich am Krampfhaft am Lenker festgehalten, die hat einen Mann tot gefahren. Ja, und die Höhe passt. Dann hat die wohl den Mann umgefahren und ist bis hier hingekommen. Und die hat einen Schock. Ich wurde dann vom Franco zu einer weiteren Person gerufen, die vermeintliche Unfallfahrerin. Glücklicherweise war die relativ unverletzt, sie hat sich nirgendwo den Kopf angeschlagen oder sonstiges. Die war natürlich völlig neben der Spur. Wenn ich mit dem Fahrzeug jemanden aufgabeln würde, könnte man mit mir auch nichts anfangen. Die hat am ganzen Körper gezittert. Da kann man dann positiv zusprechen, kann ihr so ein bisschen die Angst und Sorgen nehmen. Ihnen ist nichts passiert. Ist tot. Nein, der ist nicht tot. Den habe ich im Auto, der redet noch mit mir. Machen Sie sich keinen Kopf, okay? Den kriegen wir wieder hin. Ja, die ist fertig. Könnt ihr euch drum kümmern? Die ist fix, muss mit dem anderen weg. Ihr müsst los. Du kommst nach, ne? Na, wir bleiben dann hier, bis der nächste RTW kommt, ne? Super, vielen Dank. Wir fahren mit. Ja, wir bleiben hier, bis der nächste RTW. Ja, wir fahren ab. Tatsächlich war der herzkranke 56-Jährige der Frau vors Auto gelaufen, als er auf dem Weg zum Arzt einen Schwächeanfall erlitt. Der Schaulustige, der beim Filmen aus dem Fenster gestürzt war, hat sich zwei Rippen gebrochen. Er hat sich mittlerweile von seinen Verletzungen erholt. Er und die anderen Gaffer müssen sich wegen unterlassener Hilfeleistung und Behinderung von Rettungskräften verantworten. Der Beinbruch des Rentners ist einige Wochen später ohne Folgen ausgeheilt.